Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular mal wieder. Heute geht's um Property Bindings noch einmal und zwar um ganz spezielle Property Bindings, nämlich Class Bindings. Die haben so eine gewisse Eigenheit. Und zwar, wenn wir hier sagen wollen, wie denn unsere Klasse aussieht. Also ich habe jetzt hier einfach mal direkt das drin gelassen, sieht immer noch folgendermaßen aus. Wenn ich hier das habe, steht da einfach Angular Tutorial, hat keinen großen Unterschied. Ich will jetzt hier allerdings eine Klasse einfügen, die diesen Paragraphen hier zum Beispiel grün färbt. Okay. Und ja, diese Klasse könnte ich jetzt natürlich mit einem Property Binding machen. Das hatten wir jetzt schon. Und zwar zum Beispiel hatten wir das Ganze mit, ich glaube, wir hatten es mit Source für ein Bild oder mit href für einen Link. Kann man hier einfach in diesen eckigen Klammern angeben. Macht jetzt natürlich im Fall von einem Paragraphen keinen Sinn. Aber ich könnte jetzt natürlich hier auch einfach meine Klasse angeben. Und jetzt kann ich hierher gehen und zum Beispiel irgendwas machen. Zum Beispiel eben die Klasse auf grün zu setzen, hatte ich glaube ich gesagt, oder? Grün. So, ihr wisst hoffentlich noch, dass das so nicht funktioniert, denn so versucht es aus meiner Video-Component hier, das heißt aus der TypeScript-File, den Variablenwert von green zu holen. Das heißt, das funktioniert so nicht. Ich muss also, wenn ich das Ganze direkt angeben möchte, also ohne es aus der TypeScript-Datei zu holen, muss ich das Ganze nochmal als String verpacken. Dafür gibt es nochmal separate Anführungsstriche, die links neben dem Enter sind, falls ihr sie sucht. Nicht die neben dem Backspace, das sind andere. Und ja, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Klasse angegeben. Funktioniert zwar alles ganz gut soweit, aber immer noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Also wir können es uns ganz kurz angucken. Aber wenn wir jetzt hier auf Untersuchen gehen, können wir uns für dieses Item hier, das ist ja das erste Item, was wir gerade verändert haben und dem wir die Klasse gegeben haben, können wir uns angucken, hier steht Glass gleich Green. Wundervoll. Aber es ist immer noch nicht ganz das, was wir wollten. Wir wollten nämlich das Ganze erstens mal grün färben, aber das ist nur eine Nebensache. Wir wollen natürlich auch noch andere Sachen machen. So, und jetzt sagen wir hier Color Green. Okay, jetzt kann man auch das Ganze so sehen, ohne dass man hier irgendwas machen muss. Wir sehen, die Farbe ist grün geworden. Wunderbar, toll, aber ja, immer noch nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Denn es gibt noch andere Wege für diese Klassen. Wenn wir jetzt hier nämlich sehr, sehr viele Klassen haben, die wir alle anfügen wollen, dann ist das vielleicht nicht ganz so toll. Oder wir wollen einfach nur sagen, ob er eine ganz gewisse Klasse hat oder nicht hat. Und das nennt sich dann Class Bindings. Und ja, da kann man hergehen und kann zum Beispiel sagen, wir haben eine Klasse grün und diese grüne Klasse ist entweder aktiv oder sie ist nicht aktiv. Das heißt, unsere Klasse class.green, damit sprechen wir jetzt genau die Klasse grün an. Das ist jetzt eine aktive Klasse, das heißt, die Klasse ist auf diesem Element oder es ist eben eine nicht aktive Klasse. Sprich, sie ist eben nicht auf diesem Element. Und ja, ist green active, nehme ich jetzt hier einfach mal. Und das nehmen wir jetzt aus unserer TypeScript-Datei wieder mal. Und zwar müssen wir hier jetzt einen Boolean, Achtung, einen Wahrheitswert erschaffen. Wie habe ich ihn genannt? Moment. Is green active. Ups, das sollte eigentlich nicht eingerückt werden. So, is green active ist gleich true. Okay, und jetzt haben wir sozusagen hier die Möglichkeit, genau zu sagen, okay, die grüne Klasse ist da. Und für die anderen Klassen müssten wir das jetzt halt nochmal angeben. Das heißt, class.lila ist gleich ist bla 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 active und so weiter und so fort. Das funktioniert genauso. Das heißt, wir haben jetzt hier die grüne Klasse zugewiesen über einen Wahrheitswert. So können wir sagen, okay, das Ding ist grün, sobald dieser Wert hier grün oder true wird. Also da muss ich nicht angeben, welchen Namen die Klasse hat, sondern ob die Klasse aktiv ist oder nicht. So, und das ist jetzt natürlich eine ziemlich coole Neuerung eigentlich, die wir so bislang noch nicht hatten. Denn solche Wahrheitswerte können wir relativ schnell hier verändern und das aktualisiert natürlich dann sofort unsere Klasse wieder. Und so kann man natürlich sehr schnell Klassen setzen, beziehungsweise auch einfach nicht setzen oder wieder wegsetzen. Und ja, das ist ziemlich cool. Aber es ist recht umständlich, wenn wir zum Beispiel mehrere Klassen haben wollen. Das heißt, wenn wir jetzt class.green haben, dann haben wir noch class.lila, class.disabled, class.irgendwas anderes. Und das ist sehr umständlich. Und deswegen gibt es noch eine weitere Direktive von Angular direkt. Diese Direktive erleichtert euch das Ganze und lässt euch einfach alles in einem setzen. Und dafür gibt es ng-class. Das ist auch so eine Property hier, die wir setzen können. ng-class. Und jetzt sagen wir hier, okay, das ist jetzt allerdings kein normaler String. Das ist jetzt eine mehr oder weniger Liste, sagen wir jetzt einfach mal dazu.
Und ja, hier drin können wir jetzt jede Klasse definieren, die wir gerne haben wollen. Das heißt, alle relevanten Klassen auf unserem Paragraphen, die wir brauchen, sind eben da. Das heißt zum Beispiel disabled. Doppelpunkt, Achtung, hier brauchen wir einen Doppelpunkt, kein ist gleich oder sowas. Disabled Doppelpunkt ist disabled. Und dann haben wir noch eine Klasse namens is, ne halt, unsere Klasse hieß einfach nur green. Doppelpunkt is green active. So, und jetzt brauchen wir natürlich hier noch dieses is disabled hier drüben. Das heißt, is disabled ist gleich false. Es hat eh aktuell keine Funktion hier drüben, müssten wir natürlich noch im CSS definieren. Aber so können wir jetzt direkt zwei Klassen setzen. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie es wirklich im Code dann fertig aussieht, also auf unserer Webseite. Das Ding ist natürlich immer noch grün, weil es hat ja die grüne Klasse bekommen und die Disabled-Klasse hat es nicht bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal das Ganze über Untersuchen an. Ich mache das hier mal ein bisschen breiter. Wir reden hier natürlich immer noch von dem AppRoot. Das ist der ganze Bereich hier im Endeffekt. AppRoot ist alles. Dann hier brauchen wir die Liste, dieses Div hier oben und die H2 interessieren uns nicht. Uns interessiert nur die Liste und davon nur das erste Element und davon wiederum AppVideo. Und jetzt sehen wir hier ng-content-cl, das ist okay. Class ist gleich green und ng-reflect-ng-class ist object-object. Das werden wir uns noch irgendwann anders angucken, aber wir sehen hier, die Klasse grün wurde zugewiesen, die Klasse disabled wurde nicht zugewiesen. Jetzt Achtung, ich setze hier mal den Wert auf true und dann sehen wir sofort, jetzt muss ich wieder alles aufklappen, wundervoll. Wo haben wir es? Unsere Liste, unser erstes Element, App. Und dann sehen wir hier Class, Disabled und Green. Beide Klassen sind da. Aber ich musste die Seite nicht aktualisieren. Das heißt, es funktioniert alles vollautomatisch. Also da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Das passiert ganz automatisch. Ja, und so funktioniert das Ganze mit den Class-Bindings. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Eigenschaft hier, die euch natürlich erstens mal viel Arbeit abnimmt und zweitens das Ganze auch noch besser durchstrukturiert und natürlich dynamisch macht. Also ich meine, mit Klassen kann man so ziemlich alles machen. Die braucht man halt im CSS überall. Und deswegen, ja, ziemlich cool. Okay, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!